Schweden, die Perle Skandinaviens. Frei wie ein Vogel. Mit dem starken Seewind fliegen die Gleiter entlang der Klippen der Südküste. Fruchtbare Böden und volle Ähren geben die wichtigste Zutat für die weltberühmte Delikatesse Knäckebrot. Nach Ruhm und Ehre strebten die Menschen in Schweden schon im Mittelalter. Mit Schild und Lanze lebt auf Gotland die Geschichte wieder auf. Die Route startet am Öresund. Von Malmö geht es über Kristianstad und weiter zu den Inseln Öland und Gotland. Durch den Göta Kanal bis nach Stockholm. Die Öresundbrücke. Ein technisches Meisterwerk der Ingenieursbaukunst. Sie verbindet das europäische Festland mit der skandinavischen Halbinsel und gilt bis heute als die längste Schrägseilbrücke der Welt. Große Pylonenpaare halten die Brücke fest verankert. Jedes von ihnen ist doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue von New York. Für Katharina der beste Ausguck, den sie sich vorstellen kann. Das erste Mal hier oben auf der Brücke, sie ganz für sich allein genießen zu können, das war ein eindrucksvolles Erlebnis. Dass man tatsächlich da ist, wo sonst kein anderer hinkommt, das ist wirklich unbeschreiblich. Seit 3 Jahren ist Katharina technische Inspektorin auf der Öresundbrücke. Ihr entgeht kein Kratzer, auch wenn er noch so klein ist. Der Fotoapparat. Unentbehrlich, wenn es darum geht, diese Mängel sofort zu dokumentieren. Sicherheitscheck in gut 200 Metern Höhe. Für Katharina ein Spaziergang. Angst vor der Höhe habe ich keine und hatte sie auch nie. In der Jobausschreibung stand, dass man weder Höhenangst noch Beklemmungen haben sollte. Da habe ich mich zuerst gewundert, aber mittlerweile verstehe ich das. In einer Rekordzeit von nur 40 Monaten wurde die gigantische Konstruktion errichtet. 70.000 Menschen überqueren nun täglich die Brücke und tauschen Waren und Arbeitskraft. Ein Bauwerk, das Dänemark und Schweden zusammenwachsen lässt. Katharina ist die einzige weibliche Ingenieurin unter den Inspektoren, die uneingeschränkten Zutritt zu dem 1 Milliarde Euro teuren Koloss hat. Ein paar Meter unter den Bahnschienen liegt, für viele Reisende unbemerkt, eine kleine Inspektionsstraße. Mit einem Kran, speziell für diese Brücke entworfen, kann Katharina auch in den letzten Winkel der Brücke gelangen. 80 Stahlseile verbinden die Brücke mit den Pylonen. Jede von ihnen trägt mehrere stählerne Trosse in sich, um die gewaltige Last halten zu können. Gegen den Rost ist jeder der Trosse ordentlich eingewachst. Alle 5 Jahre wird gemessen, ob sich diese Stahlstränge noch in der richtigen Position befinden. Nur so ist die statische Sicherheit der Brücke auf Dauer gewährleistet. Diese Plastikflaschen zeigen den Inspektoren an, ob die Stahltrosse der Brücke durch Rost gefährdet sind. Eine unkonventionelle Messmethode. Sind die Flaschen mit Wasser gefüllt, besteht akute Korrosionsgefahr. Heute hat Katharina an ihrer Brücke nichts auszusetzen. Die Lebensdauer der Brücke ist auf gut 100 Jahre angelegt. Aber danach werden ihr die Ingenieure bestimmt noch 50 weitere zutrauen. Von der Öresundbrücke geht es über Malmö weiter nach Kåseberga. Bereits aus der Ferne ist das moderne Wahrzeichen Malmös zu sehen. Der Turning Torso. Das höchste Gebäude Schwedens und vielleicht auch das spektakulärste. Für die Einwohner das Symbol einer aufstrebenden Stadt. Architektonisches Sinnbild eines weltoffenen Landes. Die Industriestadt Malmö hat durch die Öresundbrücke neuen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren. Viele der Einwohner arbeiten in Kopenhagen. Im größten Autohafen des Nordens warten bis zu 40.000 Neuwagen auf die Verladung nach Norwegen, Russland und ins Baltikum. Draußen vor der Stadt kommt man auch mit einer Pferdestärke gut voran. Und der Wind, der hier die Ostseewellen an den Strand treibt, ist perfekt für tollkühne Luftakrobaten. Lars Falkenström kommt jedes Jahr aus Stockholm nach Kåseberga. Hier sind die Bedingungen für den Paraglider optimal. Denn ob es ein erfolgreicher Tag wird, entscheidet ganz alleine der Wind. Wenn man hierher kommt, fühlt man instinktiv, ob gute oder schlechte Windbedingungen herrschen. Da braucht man eigentlich keine Messgeräte. Mit etwas Erfahrung spürt man es selbst in wenigen Minuten. Der Traum, wie ein Vogel durch die Luft zu fliegen, hat Lars nie losgelassen. Seit 9 Jahren ist er begeisterter Paraglider. Es ist so unglaublich einfach. Das finde ich daran so faszinierend. Man trägt sein Flugzeug im Rucksack und erhebt sich einfach in die Luft. Das gibt einem ein unglaubliches Freiheitsgefühl. 3.000 € kostet eine gute Ausrüstung. Ein kostspieliges Hobby. Bevor es losgeht, muss alles sitzen. Ganz wichtig ist der letzte Blick auf alle Leinen. Sie dürfen sich beim Abflug nicht verheddern. Lars passt den richtigen Moment ab. Wenn der Wind im rechten Winkel auf die Küste trifft, füllt sich der Schirm gut mit Luft und trägt ihn hinaus. Für die schwedischen Paraglider ist Kåseberga ein ganz besonderer Platz. Er ist der beste in Schweden. Er liegt offen und hoch. Daher gibt es fast immer gute Windverhältnisse. Im Sommer treffen sich alle hier. Viele von uns kommen extra aus Stockholm. Paragliding ist ein Risikosport. Erst nach 100 Flugstunden gilt man als erfahrener Flieger. Für Anfänger ist es oft schwer, mit aufkommenden Windturbulenzen umzugehen. Wenn man draußen in der Luft ist, geht es auch ums Überleben. Es reichen wenige unachtsame Augenblicke, denn in einer Sekunde kann der Schirm zusammenfallen. Das wäre das Ende. Wenn man also plötzlich merkt, es könnte Probleme geben, muss man sofort runtergehen und landen. Der Kollege von Lars hat Bekanntschaft mit dem Ostseewasser gemacht. Trotzdem ist die Aktion glimpflich ausgegangen. Nur der Schirm muss eine Zeit trocknen, bis der Wind ihn wieder mit auf die Reise nimmt. Weht der Wind aus Südwest, ist es für die Paraglider optimal. Dann hält es Lars auch schon mal 5 Stunden in der Luft. sich in der Luft dreidimensional bewegen zu können und diese Aussicht zu haben, sodass man sich leicht fühlt und in die Luft steigt. Ja, das ist ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Man möchte einfach nur fliegen. Ich bin richtig süchtig danach. Die Reise führt weiter nach Norden. Von Kåseberga, die Küste entlang über Kristianstad, nach Kalmar. Kristianstad liegt im Nordosten von Schonen, der Kornkammer Schwedens. Ihrem fruchtbaren Boden verdankt die Provinz den landwirtschaftlichen Erfolg. Prachtvolle Adelssitze prägen die Region. Schloss Ovesholm befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Grafen von Hamilton. Sein 150 Hektar großer Park im englischen Stil ist der größte seiner Art in Südschweden. Was im reifen Korn kurz vor Kristianstad wie eine Orientierung für UFOs anmutet, entpuppt sich als Versuchsfeld des schwedischen Bauernverbandes. Auf den Feldern von Kerstin Christiansson ist bald Erntezeit für den Roggen. Dann bekommt sie die wichtigste Zutat für eine schwedische Spezialität, gutes Korn. Das Besondere an meinem Knäckebrot ist, dass wir das Getreide dafür auf unserem eigenen Land anbauen. Der Kalkboden gibt dem Korn hier ein ganz besonderes Aroma, das man im Brot schmecken kann, auch wenn es längst zu Mehl gemahlen wurde. Seit dem 16. Jahrhundert backen die Schweden Knäckebrot. Damals, weil es so lange haltbar war, heute wegen des guten Geschmacks. Seit 20 Jahren führt Kerstin mit ihrem Mann Hans den Bauernhof in der Nähe von Kristianstad. Hier wird all das angebaut, was später als Zutat für das Knäckebrot gebraucht wird. Das Rezept für die hauseigene Marke Knäckegott hat Kerstin selbst entwickelt. Am Anfang war es ein traditionelles Knäckebrotrezept, aber dann habe ich ein bisschen herumexperimentiert. Die Menge von Leinsamen, Öl, Kümmel und Salz habe ich dabei immer wieder variiert, bis ich schließlich mein Knäckebrot gefunden habe. Mir war es sehr wichtig, dass das Knäckebrot nicht maschinell, sondern mit meinen eigenen Händen entsteht. Es ist ein wunderbares Gefühl, den Teig beim Kneten zu spüren. Alles ist traditionell und handgemacht. Sicherlich nimmt das alles viel Zeit in Anspruch. Aber das ist es wert. Der Teig wird in hauchdünne Stücke geschnitten. So kann das Brot im Ofen danach besser seine Feuchtigkeit verlieren. Für kurze Zeit schmoren die Teigteile bei 180 Grad und bleiben dann die Nacht über im noch warmen Ofen, bis sie so knackig sind, wie es sich für ein echtes schwedisches Knäckebrot gehört. Für mich muss ein gutes Knäckebrot knusprig sein. Man soll es spüren, wenn man hineinbeißt, und es soll einen guten Geschmack haben mit der richtigen Menge Salz. Eine ausgewogene Mischung der Zutaten. Das ist ein gutes Knäckebrot. Der besondere Geschmack von Kerstins Knäckebrot ist längst kein Geheimtipp mehr. 20 Kilo davon verschickt Kerstin im Monat an Abnehmer in Stockholm. Sogar ein Sternekoch zählt zu ihren Kunden. Irgendwie macht mich das auch stolz, wenn man so die Ähren sieht und weiß, bald kommt wieder die Erntezeit und neues Korn zum Backen. Gut 100 Kilometer nordöstlich liegt Karlskrona. Er baut auf über 30 Inseln. Im 17. Jahrhundert war die Stadt ein wichtiger Flottenstützpunkt der schwedischen Marine und ist es bis heute geblieben. Kalmar ist eine der ältesten Städte in Schweden überhaupt. Die detailgetreu erhaltene Altstadt mit dem Dom lockt jedes Jahr Tausende von Gästen an. Die meisten von ihnen besuchen auch das berühmte Schloss, das Wahrzeichen der Stadt. Es ist der besterhaltene Renaissance-Palast in Nordeuropa. Im Laufe der letzten 400 Jahre wurde es oft belagert, aber nie von Widersachern eingenommen. Dank seiner Lage und der dicken Ringmauer. Heute lauern im Wasser von Kalmar keine Feinde mehr. Dafür Tausende von Miesmuscheln. Ott Lindahl ist ihr Ziehvater. Der Meeresbiologe züchtet die Weichtiere an speziellen Netzen mitten im Meer. Ich als Forscher habe immer gedacht, dass es wichtig sei, mit Dingen zu arbeiten, die man auch in etwas Praktisches umsetzen kann. Etwas, das der Gesellschaft, also uns allen, nutzt. Ott weiß, das Hauptproblem der Ostsee ist die Überdüngung mit Nitrat und Phosphor. Die Muscheln sollen Abhilfe schaffen und das Meer auf natürlichem Weg säubern. Muscheln leben normalerweise dicht am Meeresgrund. 3 Liter Wasser filtert ein ausgewachsenes Exemplar pro Stunde. Eine Muschel sieht ja nicht so aus, als würde sie viel tun, wenn sie da sitzt. Eine Muschel lebt von dem, was sie filtert. Sie ist ein komplexes System, eine biologische Filteranlage. Beim Filtern bleiben kleine Partikel wie Plankton in den Kiemen hängen. Sie tragen das Phosphor und den Stickstoff in sich. Für Muschel und Mensch sind die Schadstoffe in diesen Mengen ungefährlich. Für das Meer sind sie ein Fluch, an dem es langsam erstickt. In seinem Labor prüft Ott regelmäßig, wie schnell seine Muscheln gewachsen sind. Anhand der Größe und Anzahl seiner Probeernten kann er schauen, ob sich eine Massenzucht im Kalmarsund lohnen würde. Er will die Muschel nicht für Feinschmecker züchten, sondern um die Schalentiere als wertvollen Dünger oder Futtermittel an die heimischen Bauern zu geben. Doch kommen die Muscheln mit den Bedingungen im Kalmarsund zurecht? Der Salzgehalt ist hier an der niedrigsten Grenze für Miesmuscheln, sodass sie sehr langsam wachsen. Die Muschel ist klein und widerstandsfähig. Mit einem Muskel hält sie sich von innen fest verschlossen. Daher können sie nur wenige Tiere knacken. Ihr größter Feind ist der Seestern. Mit feinen Füßchen umschließt er die Muschel und drückt die Schale auf, bis die Muschel nachgibt. Bevor sie sich wehren kann, stülpt der Seestern seinen Magensack in die Muschel und verdaut sie. Für heute ist Ott zufrieden. Die ersten Muscheln haben sich gut entwickelt. Wenn er sie erntet, haben die Filterkönige 100 Kilogramm Phosphat und 2 Tonnen Nitrat aus dem Wasser geholt. Ein kleiner Anfang. Es ist ein sehr weiter Weg, bevor sich die Wasserqualität der Ostsee bessert. Und das geht nur, wenn wirklich alle Anrainerstaaten kraftvoll anpacken. Von Kalmar geht es weiter über die Inseln Öland und Gotland. In den 1970er Jahren ersetzte die Ölandbrücke hier die Fährverbindungen zu der Insel. Mit ihren 6 Kilometern ist sie die längste Brücke des Landes. Öland, die Insel des Windes. Früher kam auf 20 Einwohner eine Windmühle. Jeder Bauer, der etwas auf sich hielt, besaß sein eigenes Mahlwerk. Heute gibt es nur noch knapp 400 von ihnen. Im Süden breitet sich die karge Landschaft des Stora Alvaret aus. Der Untergrund lässt eine einzigartige Flora entstehen. Um die Weideflächen abzugrenzen, bauten die Bauern Steinwälle aus Granit und Steinplatten, die sich wie Bindfäden durch die Landschaft ziehen. Vor über 1000 Jahren lebten und arbeiteten hier die Wikinger. Die Burg Eketorp ist Zeuge dieser Zeit. Sie wurde sorgfältig rekonstruiert und gibt Einblick in die frühe Besiedlung Ölands. An der Südspitze der Insel steht der Lange Jan, der höchste Leuchtturm Skandinaviens. Zu seinen Füßen liegt Ottenby, eine der ältesten Vogelstationen Europas. Hier an der Küste landen täglich Tausende von Zugvögeln. Für sie bietet die Insel die einzige Verschnaufpause vor ihrem Flug über die Ostsee nach Süden. Die Natur begeistert mich. Durch einen sehr inspirierenden Lehrer in der Schule, der Vogelfanatiker war, bin ich überhaupt auf diesen Beruf hier gekommen. Er hat mich das erste Mal mitgenommen nach Öland. Da hat es mich gepackt. Ich habe mich sofort in das alles hier verliebt. Täglich sammeln sich neue Vögel in den über 100 Netzen am Strand. In Ottenby werden sie gemessen und beringt. Markus hätte sich mit seinen 24 Jahren auch für ein Partyleben in Stockholm entscheiden können. Stattdessen arbeitet er seit 2 Jahren auf der einsamen Insel. Markus weiß, dass die Vögel große Angst vor Menschen haben. Für diesen kleinen Star sind seine Hände eine Bedrohung. Man muss sehr vorsichtig sein, weil die Vögel sehr klein und zerbrechlich sind. Man muss sie richtig halten. Ich habe immer Angst, dass ich sie beim Festhalten verletze. Aber sie sind robuster, als sie aussehen. Die kleinen Metallstreifen haben einen registrierten Zahlencode. Wenn ein Vogel am anderen Ende der Welt landet, lässt sich so seine Flugroute nachvollziehen. Wir haben mal eine Küstenseeschwalbe eingefangen, deren Startort Kapstadt war. Sie ist also bei den Kollegen in Südafrika beringt worden und tatsächlich bis hier oben gekommen. Und das ist sehr beeindruckend, dass eine Seeschwalbe so weit fliegen kann. Bei jedem Vogel prüft Markus anhand der Fettreserve unter dem Federkleid, ob er genügend Energie hat, um weiterzufliegen. Ist er zufrieden, wird er wieder in die Freiheit entlassen. Draußen am Ufer locken kleine Plastikenten Artgenossen an. 2 Schwanenbabys sind in die Falle getappt. Die Vogelgrippe ist eine häufig vorkommende Erkrankung bei Wildvögeln. Sie sind besonders gefährdet, weil sie mit vielen anderen Tieren in Kontakt sind. Um eine Epidemie frühzeitig zu erkennen, nimmt Markus Proben von seinen Schützlingen. Wenn mich jemand fragt, welchen Vogel ich am meisten mag, dann ist das schwer zu beantworten. Das ist so, als wenn ich sagen sollte, wen ich lieber mag, meine Mutter oder meinen Vater. Zwischen den Inseln Öland und Gotland kreuzt die Borden den Weg. Das Schiff einer finnischen Reederei bringt Neuwagen nach Russland. Die weißen Kalksteinklippen Gotlands sind seit jeher Orientierungspunkt für die Seefahrer hier. Gotland ist auch die Insel der Kirchen. Über 100 von ihnen stehen in den kleinen Dörfern. Und in der Hauptstadt Visby. Zu Zeiten der Hanse erlebte das kleine Städtchen seine Blütezeit. Ende des 14. Jahrhunderts versuchten die Vitalienbrüder um Klaus Störtebeker Visby für sich einzunehmen. Sie verbarrikadierten sich hinter den dicken Stadtmauern, die noch heute zu großen Teilen bestehen. Doch die Hanse siegte über ihren größten Widersacher und vertrieb ihn gemeinsam mit dem Deutschen Ritterorden von der Insel. Vor den Toren der Stadt werden die Zeiten von Macht, Mut und Willenskraft wieder zum Leben erweckt. Das Interessante am Mittelalter ist, dass es alles hat. Es beinhaltet Glanz und Gloria. Fredrik ist einer der wenigen Ritter, die auch heute noch auf Gotland zum Kampf antreten. Es geht nicht mehr um Leben und Tod, dafür umso mehr um Ruhm und Ehre. Nur wenige Male im Jahr tritt Fredrik zum Turnier an. Dafür bekommt sogar sein Pferd Jeanne d'Arc neues Schuhwerk. Ich bin Hufschmied. Ich wollte immer mit Pferden arbeiten. Die Arbeit mit Pferden ist einzigartig. Und ich mag das Handwerk. Ich finde es einfach faszinierend. Mit dem Beschlagen verdient Fredrik das Geld für sein ausgefallenes Hobby. Das Wichtigste ist, dass das Pferd korrekt beschlagen ist und es danach unbeschwert läuft. Vor allem darf man die natürliche Bewegung des Pferdes nicht beeinträchtigen. Am frühen Nachmittag trifft sich Fredrik mit seinem Freund Lars zu einem letzten Training. 2 Jahre hat Fredrik gebraucht, um sein Pferd für den Einsatz beim Turnier vorzubereiten. Wir brauchen starkes Vertrauen in unsere Pferde. Und umgekehrt müssen die Pferde starkes Vertrauen in uns haben. Man muss viel üben, bis sie sich überwinden, das zu tun, was wir von ihnen wollen. Ganze 15 Kilo wiegt Fredriks Rüstung. Jedes der Elemente ist handgefertigt, originalgetreu. Bis nach Malta ist der Hobbyritter gefahren, um die Rüstungen seiner Idole aus dem Mittelalter zu begutachten. Sobald ich meine Rüstung anziehe, verwandle ich mich sofort zum Ritter. Ich werde der Turnierritter. Was für Fredrik zählt, ist der direkte Vergleich mit seinen Mitstreitern. Ehre wird demjenigen zuteil, der im Galopp zuerst mit seiner Lanze den Schild des Gegners trifft. Dann heißt es Mann gegen Mann, Lanze gegen Schild. Das ist ziemlich hart und im Mittelalter überlegte man sogar, diesen Wettkampf aus dem Turnier zu nehmen, weil so viele Leute gestorben sind. Es ist ein harter Sport. Man muss sich gut konzentrieren. Einer der wunderbarsten Momente bei diesen ganzen Turnierspielen ist dann, wenn man es geschafft hat und wenn man unter dem Jubel des Publikums die Ehrenrunde reitet. Das ist absolut fantastisch. Von Rittern und Ruhm führt die Reise zur Nachbarinsel Forö. Typisch für die Insel sind die traditionellen Fischerdörfer. wie hier Helgumanen. Hier leben die Einwohner bis heute vom Fischfang. Die bizarren Skulpturen am Strand von Forö nennt man Rauken. Über Jahrtausende haben Erosion und das Meer das Gestein geformt. Überdauert haben nur die besonders harten Kalksäulen. Über den südlichen Teil des Schärengartens und das St. Anna-Archipel führt die nächste Etappe bis nach Linköping. So romantisch es hier aussieht, die Überfischung der Ostsee entzieht den Bewohnern Stück um Stück ihre Überlebensgrundlage. Viele wandern ab und lassen ihre Heimat zurück. Mats Emilsson möchte das verhindern. Seit 10 Generationen lebt seine Familie hier auf den Inseln. Die Geschichte liegt manchmal wie eine Last auf den Schultern, weil man sie fortführen möchte. Ich spüre meine Vorfahren im Innersten. Jetzt bist du dran, Mats. Jetzt sollst du das hier fortführen. Mats setzt die Tradition seiner Heimat auf neue Weise fort. Auch seine Kinder sollen hier noch eine Zukunft haben. Ich dachte mir, ich sollte Fische züchten. Das liegt nahe, denn wie wir mit Fischen umzugehen haben, das wissen wir hier. Mats' Projekt ist weltweit einmalig. Und er ist kommerziell erfolgreich, ohne dass seine 100.000 Barsche das Wasser der Ostsee mit ihren Ausscheidungen verunreinigen. Mats weiß genau, wie sich die Tiere wohlfühlen. Sie lieben die Dunkelheit. Er glaubt, sie haben einen besonderen Charakter. Wenn du Barsche fütterst, legen sie nicht das gleiche Verhalten an den Tag wie zum Beispiel ein Lachs. Der Lachs ist ja sehr schnell. Er schnappt sich das Futter gleich an der Wasseroberfläche. Der Barsch hingegen wartet und holt es sich, wenn es tiefer im Wasser ist. Barsche sind scheue Tiere. Zwei Jahre dauert es, bis ein Barsch ausgewachsen ist. Und die Nachfrage ist groß. Die Preise steigen weiter an, da es im Meer immer weniger Wildbarsche gibt. In Schweden ist Barsch sehr beliebt und ziemlich teuer. Er steht in jedem Restaurant hier auf der Speisekarte. Fast so wie Rinderfilet. Die Experimente mit der Barschzucht haben Mats schon viel Geld gekostet. Denn was er anfangs nicht bedacht hatte, die Fische fressen nicht nur sein Futter. Der Barsch ist ein Kannibale. Er frisst seine eigene Brut, wenn er kann. Deswegen müssen wir die Fische die ganze Zeit über nach ihrer Größe halten. Wenn du 10.000 Barsche in einem Becken hältst, hättest du sonst nach einer Weile nur noch 3.000 übrig. Ein Sieb war die Lösung des Problems. Die kleinen flutschen durch, die großen werden aussortiert. Für jede Barschgröße gibt es ein eigenes Bassin. Das St. Anna-Archipel ist ein Naturschutzgebiet. Mats selbst hat als Scout über Jahre im Dienste der Natur gearbeitet. Sein größtes Ziel war, die gefährdete Wasserwelt zu schützen. Ein kleiner Staubsauger hilft ihm dabei. Er nimmt den Barschkot auf und macht ihn so sogar noch nutzbar. Wir sehen Fischkot als Ressource. Das ist das beste Düngemittel, was man haben kann. Es ist so wie bei den Kühen, die auf der Weide Gülle produzieren. Gülle ist ein natürliches Düngemittel und funktioniert richtig toll. Und das hier ist das Gleiche, wenn der Fischkot auf unser Gartenbeet kommt. Mats Kartoffeln sind in diesem Jahr fast doppelt so groß wie die aus dem letzten Jahr. Und auch seine Nachbarn will er überzeugen, die Tomaten mit Fischdünger zu bestreuen. Seine Idee macht Schule. Ich glaube, dass wir unseren Weg zur Natur zurückfinden müssen. Dass wir uns in unserer Arbeit als Teil der Natur verstehen. Sonst wird die ganze Welt bald nicht mehr funktionieren. Schwedens Wälder bedecken über die Hälfte des Landes. Das dichte Grün bietet eine hervorragende Rückzugsmöglichkeit für die größte Hirschart der Welt. Den Elch. Bis zu 400.000 dieser Tiere haben hier noch ihr Zuhause. Der Geruchssinn der Elche ist besonders ausgeprägt. Sie können Gefahr nicht nur riechen, sondern auch ihre Entfernung erschnuppern. Ihre größten Widersacher sind die Tausenden von Jägern, die im Herbst den Elchbestand um 1/4 reduzieren. Für die vielen Besucher Schwedens bleibt der Elch das Maskottchen des Landes. Kurz vor Linköping fließt der Göta Kanal in Richtung Ostsee. Eine Wasserstraße mit Weltklasse. Ich bin durch fast alle Kanäle der Erde gefahren. Panama-Kanal, Suezkanal, Nordostseekanal. Ich habe ein Gefühl für die Kanäle. Seit 1832 zieht sich der Göta Kanal von der Westküste zur Ostküste Schwedens. Damals nutzte man den Kanal für den Transport von Waren. Heute befahren ihn zumeist Ausflugsschiffe. Lars ist der Kapitän der Wilhelm Tham. Bei der Wilhelm Tham weiß man, dass sie etwas schwierig zu steuern ist, aber man lernt die Handhabung. Sie hat ein leichtgängigeres Ruder bekommen und dadurch kann man Abweichungen besser ausgleichen. Auf seinem Weg durch Schweden muss der Kanal einen Höhenunterschied von fast 100 Metern überwinden. Schleusen helfen den Schiffen. Sie sind wie Fahrstühle im Wasser. Die Wilhelm Tham passt gerade so in eine Schleusenkammer. Langsam senkt sich das Schiff in 5 Minuten auf die untere Wasserstufe. Ein Höhenunterschied von 3 Metern, für den ein Mensch zu Fuß gerade einmal ein paar Sekunden braucht. Mit einem Seitenruder hat Lars den 30 Meter langen Stahlkoloss fest im Griff. Man muss die ganze Zeit aufmerksam sein. Das Boot muss die ganze Zeit still liegen. Dafür benutzen wir Seile. Wenn sich das Boot bewegt, schadet es dem Schiff und der Schleuse. Tausende Soldaten gruben den Kanal für eine Verbindung von Stockholm nach Göteborg. Der wohl berühmteste Ort des Kanals ist die Schleusentreppe von Berge. 7 Schleusen gleichen einen Höhenunterschied von 19 Metern aus. Mit ihren knapp 100 Jahren ist die Wilhelm Tham eines der ältesten Schiffe auf dem Kanal. Sie braucht 4 Tage für die gesamte Strecke. Für die Touristen ist die Schleusentreppe das Highlight der Tour auf dem Weg in die Hauptstadt. Viele Kapitäne haben hier schon aufgegeben. Immer dann rufen sie Lars an. Er braucht nur eine halbe Stunde für alle Schleusen. Jede Reise ist ja eine neue Erfahrung. Das ist besser, als zu Hause zu sitzen und Löcher in die Luft zu starren. Oder besser, die Tauben zu füttern, wie man in Schweden sagt. Die letzte Etappe führt über die Schären und die Insel Golö nach Stockholm. Die Schären vor Stockholm sind das Wochenendparadies für die Hauptstädter. Auf über 24.000 Inseln haben viele Stockholmer ihren Zweitwohnsitz. Früher verkauften hier die Fischer Fässer voller Hering an die Stadtbevölkerung. Heute schippern Freizeitboote durch die Inselwelt, die 4-mal so groß ist wie London. Auf Golö steht einer der größten Bauernhöfe in den Schären. Früh am Morgen beginnt hier Åse Petterssons Arbeitstag. Seit 10 Jahren betreibt sie zusammen mit ihrem Mann einen Hof mit über 100 Kühen. Ich habe als Kind nie gedacht, dass ich Bäuerin werden würde. Aber ich wollte immer mit Tieren arbeiten und einen Hof haben. Ich mag Tiere. Ich liebe Tiere. Das war immer mein Leben. Schon als kleines Mädchen hat Åse immer gern auf den Bauernhöfen in der Nachbarschaft ausgeholfen. Ihre kleine Schafherde hat Åse eher aus Zufall bekommen. Eine Freundin war mit ihr überfordert und Åse hat daraufhin entschieden, die verwahrlosten Tiere aufzunehmen. Ihnen ging es gar nicht gut. Sie waren ziemlich dünn und abgemagert. Die Arbeit hätten wir eigentlich nicht machen brauchen und das Geld, das wir investiert haben. Aber es sind Tiere. Und Tiere sollen auch gut leben. So einfach ist das. Über mehrere Monate päppelte Åse die Schafe wieder auf. Inzwischen würde sie um nichts in der Welt mehr hergeben. Und das ginge wahrscheinlich auch nicht. Denn auf niemanden sonst hören die Tiere so gut wie auf Åse. Ihr Liebling ist Skrüthaar. Mit der Flasche hat Åse die Kleine aufgezogen. Das ist mein Baby. Sie liegt mir sehr am Herzen. Und wahrscheinlich mag sie mich auch sehr, weil ich für sie ihre Mutter bin. Mutter und Kind haben ja eine besondere Beziehung. Die Schafe weiden hier im Auftrag von ganz oben. Die örtlichen Bauern bekommen von der Schären-Stiftung Geld dafür, dass sie die Tiere als lebende Rasenmäher auf den Inseln halten. Alle 3 Monate werden die Schafe umgesiedelt. Das Umziehen ist immer ein kleiner Stressmoment, bis alle an Bord sind. Aber man muss seine eigene Aufregung zurückstecken und die Tiere ruhig halten. Augen zu und durch. Jedes Tier muss einzeln verladen werden. Ein Schaf kann auch schon mal 50 Kilo wiegen. Wenn es dann noch schlechte Laune hat, wird es schwierig. Skrötan ist für heute die letzte Schiffspassagierin. Sie folgt ihrer Mama von ganz alleine. Die Schafe sind es gewohnt, im Boot zu fahren, weil sie ja 3 oder 4 Mal pro Jahr Boot fahren. Die freuen sich, wenn es endlich wieder losgeht. Nur 10 Minuten dauert die Überfahrt mit dem Boot. An Land hätten die Schafe es aber nicht über die steinigen Inseln schaffen können. Für Skrötan heißt es nun Abschied nehmen von ihrer Mama. Denn den Sommer wird sie hier das erste Mal alleine mit der Herde verbringen. Nicht weit von Golö liegt Stockholm, eine Stadt auf 14 Inseln. Das königliche Schloss im Zentrum. Auf der gleichen Insel wie der Königspalast ist auch Gamla stan, die Altstadt Stockholms. Hier wurde die Stadt im 13. Jahrhundert gegründet. Gleich gegenüber, auf der Insel Skeppsholmen, liegt die Af Chapman. Eines der heimlichen Wahrzeichen der Stadt. Jedes Jahr muss ich aufs Neue abschaben und schleifen, damit alles ordentlich aussieht. Man fängt an einem Ende an und wenn man am Bug ist, dann kann man nochmal von vorne loslegen. Es ist wie ein Kreislauf. Jan Engberg ist hier an Bord der Mann für alle Fälle. Für ihn gibt es nichts Schöneres, als den alten Dreimaster für die Ewigkeit zu erhalten. Ich bin jetzt schon seit 18 Jahren hier. Da hat man eine besondere Beziehung entwickelt. Die Af Chapman wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Stadt gekauft und zu einer Jugendherberge umgebaut. Wo früher Marinesoldaten übernachteten, machen heute junge Leute aus aller Welt Urlaub. Mein Arbeitsplatz ist der beste, den ich mir nur wünschen kann. Man trifft viele nette Menschen. Aus Deutschland, Spanien, England, China, Japan und Italien. Jans Lieblingsplatz an Bord ist der ehemalige Waffenraum des Schiffes. Hier brüteten bedeutende Seefahrer über Strategien und neue Routen. Jeder Gegenstand in diesem Raum erzählt eine andere Geschichte aus dem über 120 Jahre alten Leben der Af Chapman. In England gebaut, war sie die meiste Zeit als Fracht- und Schulungsschiff auf der Route zwischen Europa und Australien unterwegs. Im Dienste von irischen, norwegischen und schwedischen Reedern. Es erfüllt mich mit einer gewissen Ehrfurcht, wenn ich mir vorstelle, dass man mit diesem Schiff rund um Kap Horn und über den Äquator gesegelt ist. Wenn es nach Jan geht, soll das Schiff noch viele Jahre die Menschen in Stockholm erfreuen. Deshalb hisst er jeden Tag am Bug des Schiffes den heiligen Sankt Erik, den Schutzpatron Stockholms. Wenn sich die Sonne senkt, flackern die Lichter im Freizeitpark von Djurgården auf. Mit einem Lächeln verabschiedet sich Stockholm, das Juwel an der Ostsee.